Hallo zusammen. Ich habe im letzten Video gefragt, wenn ihr Fragen habt zu diesen Tieftemperaturboxen, warum Impfstoff bei minus 80 Grad oder minus 70 Grad transportiert werden muss, dann fragt mich. Jetzt kam eine Frage, warum dieser Impfstoff bei minus 70, 80 Grad transportiert werden muss. Da gebe ich euch zur Antwort, ich weiß es nicht. Ich weiß, wie man Kühlgeräte baut. Aber wieso, dass der Inhalt so kalt haben muss, das weiß ich nicht. Da bin ich der falsche Mann, den ihr fragt. Technisch dürft ihr mich fragen. Aber warum dieser Impfstoff, weil er wahrscheinlich sehr unstabil ist auf längere Zeit, weil wenn man den bei Tiefkühlung normal minus 20 Grad lagert, ist er wahrscheinlich nicht stabil genug, dass er nach einer gewissen Zeit verfällt oder die Struktur verliert oder sonst was. Ich kann es euch effektiv nicht sagen. Aus diesem Grund fragt mich weiter über Tiefkühlboxen oder Ultra-Tiefkühlboxen, Labor-Tiefkühltruhen, aber nicht über warum ein Impfstoff kalt sein muss. Ich mache euch hier ein Video über die Kühlbox hier. Ja, und vielleicht sonst noch Video. Und sonst könnt ihr mir ein Abo da lassen und fragt mich betreffend Technik, Kältetechnik, was da sein soll, aber nicht, warum der Impfstoff kalt sein muss. Tut mir leid und ich wünsche euch einen schönen Tag.